Hey Leute, willkommen zu Revita. Das ist ein Twin-Stick Roguelite-Plattformer oder Plattformer. Ich habe einen Key dafür bekommen. Das Spiel gibt's ab heute für 13,49 € auf Steam. Das befindet sich noch im Early Access, soll noch ungefähr 7 bis 9 Monate im Early Access bleiben. Wir spielen jetzt einfach mal gleich so ein bisschen rein. Ich habe mir das Tutorial schon mal angeschaut. Ist jetzt nicht wirklich was Neues in dem Sinne, aber sieht ganz cool aus. Zuerst will ich aber ganz kurz auf die Einstellungen eingehen, weil da gibt es nämlich einen interessanten Punkt, was mich aber hier gleich schon mal stört am Anfang, das noch nebenbei. Es gibt hier keinen Mauszeiger in den Menüs, sondern ich muss das hier komplett mit Tastatur steuern und ich finde das immer ein bisschen komisch. Der Punkt Zugänglichkeit. Moment, wir können auch hier nochmal kurz gucken. Bildschirm wackeln oder zittern kann man hier ausstellen, Vibration kann man aktivieren, wie man lustig ist. Man kann es auch mit Gamepad spielen, ich spiele das hier mit Maus und Tastatur. Textgeschwindigkeit und so weiter, FPS kann man sich anzeigen lassen, Schadenswerte kann man ausblenden, wenn man das denn will. Zugänglichkeit, darum ging es. Man kann auch das Spieltempo ändern, man kann hier wirklich ein paar Sachen anpassen. Blitze kann man ein- und ausstellen, Spielerumrisse kann man ein- und ausstellen und so weiter. Zielhilfe kann man aktivieren, Feindschaden kann man auch noch einsteuern. Beleuchtung und natürlich hier zum Beispiel sowas wie HD-Font, aber ganz ehrlich, ich finde, das passt nicht. Dieser HD-Font sieht irgendwie ein bisschen... Die sieht echt schon hässlich aus. Da lasse ich es doch lieber so, auf jeden Fall. Gut, und dann spielen wir doch direkt mal rein. Ich Fahrplan, das ist wahrscheinlich, soll wahrscheinlich die Roadmap sein. Gibt es halt hier noch nicht im Spiel. Spielen wir einfach mal. Ich habe schon mal kurz, wie ihr seht, nur 10 Minuten reingeschaut. Ich werde das hier Ganze auch noch mal kurz anschneiden. Einen kleinen Ersteindruck können wir uns das mal angucken. Mehr soll das auch gar nicht sein. Gut, dann legen wir doch mal los. Es hat halt diese typischen Elemente. Man kann mit Shift zum Beispiel dashen. Man kann Relikte sammeln, um dann zum Beispiel... Dann hat die Waffe auf einmal einen Dreifachschuss und solche Sachen, was es da später alles noch gibt, keine Ahnung. Im Prinzip sind wir in dieser U-Bahn-Station und fahren dann direkt mit dem Zug los. Und die Level sind halt alle zufallsgeneriert. Wir können jetzt noch mal ganz kurz hier mit... Ha, jetzt ist er gar nicht mehr hier. Hier stand beim ersten Mal so ein Typ. Und ja, hier ist er. Okay. Er hat aber auch nichts mehr zu erzählen. Er hat uns nur ein Ticket gegeben, dass wir mit dem Zug fahren können. Der Zug bringt uns dann quasi ins... Ja. Zu den Leveln. Dann legen wir doch mal los. Das hat teilweise auch so ein bisschen Zwischensequenzen an der einen oder anderen Stelle. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass das Bild doch sehr nah dran ist und der Charakter relativ groß. Man sieht jetzt nicht allzu viel. Generell bin ich es eher so von solchen Spielen gewohnt, dass die Figur eher recht klein ist. Man kann auch Lebenspunkte stellenweise oder seine Herzen hier gegen irgendwelche Zufallsupgrades eintauschen. Gut, man geht quasi immer in so einen Raum rein, kämpft dann da und geht in den nächsten Raum. Und das geht dann halt immer höher und höher und höher. Das sieht echt ganz nett aus, auf jeden Fall. Also der Artstyle und so, das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Gut, hier hätten wir schon mal alles erledigt. Hier gibt es jetzt nicht so viel. Gehen wir doch mal direkt weiter. Wir haben auch einen Schlüssel. Okay, das da oben in der Mitte ist wahrscheinlich irgendwie so ein, bei der Karte da, so ein Miniboss oder sowas. So, einmal bitte dashen. Danke. So, dann hätten wir hier jetzt auch alles erledigt. Bisher gibt es hier sonst noch nichts so weit. Gehen wir erstmal weiter. Gaffergehölz, das ist auch ein super Name. Willkommen im Gaffergehölz. Kommt schon her. Gut, das hätten wir auch alles. Hierfür braucht man Schlüssel. Gucken wir uns das doch mal an. Wir haben doch hier einen Schlüssel. Was gibt's denn hier? Eine Kiste, die kostet uns ein Herz. Dann kriegen wir irgendein Upgrade dafür. Da geht's dann direkt weiter. Gucken wir mal, was es hier gibt. Einmal E gedrückt halten und die Leertaste mashen. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Pulsierende Sphäre, gewöhnlich.
Es gibt auch unterschiedliche Seltenheitsstufen. Okay. Kugeln pulsieren und haben eine höhere Reichweite. Reichweite plus 10%. Ja, das ist schon ganz gut, weil, wie ihr seht, wenn ich damit schieße, die Reichweite sieht jetzt nicht so lang aus. Das sieht jetzt nicht so weit aus, aber gut, die Räume sind halt auch nicht so groß. Zumindest bis hierhin. Dann nehmen wir uns doch mal das Upgrade. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. So, wenn man Escape drückt, dann sieht man noch hier nochmal die unterschiedlichen Boni zu den einzelnen Stats, die es im Spiel gibt. Was das alles im Detail ist, ist eine gute Frage. Das erste wird wohl Angriffskraft sein, das zweite wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein Schuh, Bewegungsgeschwindigkeit. Was den Rest angeht, da bin ich ein bisschen überfragt an der Stelle. So, was haben wir denn jetzt hier? Genau, hier haben wir so eine Statue, da können wir Herzen opfern. Ich nehme jetzt einfach mal hier eins. Dann haben wir nur noch zwei. Was gibt es denn hier? Schloss knacken. Chance bei Verwendung, keinen Schlüssel zu verbrauchen. 10%. Ja, gut. Ob ich dafür jetzt unbedingt ein Herz eingetauscht hätte? Eher nicht. Aber wenn das da schon rumliegt und wir das Herz verloren haben, dann nehmen wir es natürlich auch mit. Ist doch klaro. Na komm schon. Oh, hier bekommen wir direkt auch was. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Schadenserhöhung. Erhöht deinen Schadensmultiplikator um 5%. Ist auf jeden Fall okay. Nehmen wir mit. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Das ist bis hierhin alles noch relativ einfach. Links, das war eine Falle. Okay. Was mit dir da oben? Ich komme da leider nicht so richtig gut dran. So. Was haben wir hier? Gefängnisschlüssel. Ein seltsam geformter Schlüssel. Bestimmt sucht im Bahnhof schon jemand nach ihm. Okay, nehmen wir mit. Schild. Zusätzlicher Schuld vor feindlichem Schaden. Alles klar, gut. Können wir direkt weiter? Autsch. Gut, die hätten wir jetzt auch alle erledigt. Was haben wir hier? Ein Laden? Oder irgendwas in der Richtung? Ein Zelt. Ah, hier können wir Upgrades kaufen. Das bezahlt man wohl alles mit seinem Herz, mit seinen Herzen. Taschentuch. Vergiftet Gegner bei Kontakt. Einschließlich Sprint. 3 Sekunden. Schlüssel. Kostet ein halbes Herz. Was hast du denn zu erzählen? Relikte und Anhänger gibt es hier. Und allerlei witzige Dinge. Na toll. Schlüssel wäre halt schon nett, aber so langsam geben mir die Herzen aus. Ich nehme jetzt trotzdem mal hier den Schlüssel mit. Dann können wir uns gleich auf jeden Fall auch nochmal kurz anschauen, wie das denn so ist, wenn man hier stirbt. Weil das habe ich auch noch nicht gesehen. Also gut, man fährt halt immer... Autsch. Mit dem Zug los und diese Standardstation da am Anfang ist wahrscheinlich der Hub. So, ein halbes Herz haben wir gerade noch. Oh, das war ein bisschen unpraktisch. So, die hätten wir, da ist direkt schon wieder ein Händler. Oder was anderes. Relikthammer. Das erste seltene Upgrade, was wir finden. Upgrade beim Schmied, ein Relikt kostenlos. Ja, warum nicht? Gut, das werden wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen können. Noch mehr Schaden. Plus 10% haben wir jetzt schon. Gut, das können wir uns hier auch nochmal anschauen. Genau.
Ach, das da unten ist die mit den anderen 10%, das ist die Schussreichweite. Alles klar. Gut, mit der Statue. Okay, bei denen können wir jetzt sowieso nichts machen. Dann kommt jetzt ein Boss. Das ist natürlich sehr praktisch. Leugnung. Allwissender irgendwas. Das ist natürlich jetzt echt unpraktisch. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert und ich laufe rein. Wieder verloren. Gut, dann kriegt man hier nochmal ein paar Informationen darüber. Man sammelt diese... Sind das Schädel? Ich glaube, es sind Schädel. So, dann startet man wieder am Anfang. Das alles ist wieder zufällig neu generiert, wenn man da wieder reingeht. Und ich würde jetzt gern eben nochmal gucken. Das sieht ja auch so aus, als ob da wer mit uns reden will. Ist auf jeden Fall super, dass man hier so ein Symbol hat. So, du hast was zu erzählen. Mehr hast du nicht zu erzählen. Da oben ist jetzt aber immer noch das... Ach, hier unten haben wir die Seed-Nummer. Gibt es hier vielleicht noch irgendwen? Sieht jetzt nicht danach aus. So, wir gehen jetzt nochmal runter. Ich gucke da nochmal ganz kurz. Oh, hier ist was. Gut, hier können wir schon mal diese Schlüssel eintauschen. Defekte Munition. Okay. Defekte Munition wurde freigeschaltet und kann jetzt im Turm erscheinen. Ah, okay, gut, das kennt man halt auch aus anderen Spielen. Dann kann man hier neue Sachen, neue Items freischalten, die man später im Turm finden kann. Alles klar, gut. Das sollte aber auch erstmal nur so ein kurzer, kleiner Ersteindruck sein vom Spiel. Macht einen ganz netten Eindruck. Die Räume sind halt doch relativ klein. Ist halt schon gewöhnungsbedürftig. Aber generell so vom Artstyle, auch so vom Sound und generell so von der Machart, von der Stimmung her, macht das einen ganz netten Eindruck. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.